Schlagzeilen vom Samstag. Erno soll mehr Hotelbett bekommen. Und der Christian Cossette hat seine Träumgoalie gefunden. Mit dem und weiteren Themen gibt es jetzt hier. Der englische Unternehmer Bruno Prior plant den Bau von 600 bis 800 neuen Hotelbetten zu Erno. Laut dem Nouvelliste will der Engländer zudem noch 30 bis 40 Millionen Franken in die Skidestination Ernergallo investieren und vor allem in die Infrastruktur von Freizeitmöglichkeiten in der Region. Die EU hat ein Wettbewerbsverfahren gegen die Alcan eröffnet. Die EU-Kommission wirft dem Konzern vor, er habe die EU-Wettbewerbsregeln gebrochen. Falls sich der Verdacht bestätigt, muss Alcan mit einem Bußgeld von bis zu 10% von seinem Jahresumsatz rechnen. Alcan kehrt zum Bergbaukonzern Rio Tinto, unter anderem mit Werken Steck und Zito. Der Zito-Boss Christian Cossette hat mit dem Ägypten-Goli El Hadari seinen Wunschkandidat ins Wallis geholt. Der zweifache Afrika-Cup-Gewinner hat beim Club unterschrieben und ist seit gestern im Wallis. Wenn das der El Hadari beim FC Zito zum ersten Mal eingesetzt kommt, ist noch unklar. Der EAC Fisch hat die Serie in einem Playoff-Viertelfinal gegen den HC Aschach ausgleichen. Das Team von John Fust ist gestern in der Fischer Liternenhalle und 4:3-Sieg nach Verlängerung gelungen. Mit diesem Sieg konnten dort die Ausländer Hogeboom und McConway wieder punkten. Bei den anderen Viertelfinalpaarungen hat der HC Lausanne und der HC La Chotte von gestern den Einzug in die Playoff-Halbfinale feiern können. Zwischen dem EAC Biel und dem EHC Olto steht es momentan 3:1 für die Bieler. Das Berg- und Schneesportcenter Brigerne organisiert jeden Donnerstag einen Skitag für Senioren. Dabei ist für die Teilnehmer der Transport zur Skidestination organisiert. Für die, die keine Ski haben, kommen sie zur Verfügung gestellt. Am letzten Donnerstag hat das Ausflugsziel Vesona geheissen. Nicht nur die Langläufer sind am Wochenende am internationalen Gommerlauf ins Schwitzen gekommen. Bei diesen milden Temperaturen hatten aber alle nicht zu kalt. Wie ihr hier durch die Wetterkamera von der Bellalp seht, ist der Samstag sehr sonnig und es geht euch weiter so. Euch am Sonntag scheint nämlich im ganzen Rhonegebiet die Sonne. Mit Temperaturen von 11 Grad in der Region Goms, 10 auf dem Simplon, 13 Grad im Talgrund und 12 Grad im Lötschental und das Leikerbad gibt es 12. Am Montag gibt es dann eine Wetterverschlechterung, am Dienstag ist es wieder freundlicher, bevor es am Mittwoch dann kommt, kann regnen. Genießt das Wochenende, merci fürs Einschalten.